Das Thema heute ist Stress bei Hunden. Ein sehr wichtiges Thema. Ich denke, das wisst ihr alle. Darum seid ihr da. Wir fangen damit an, wer ich bin. Mein Name ist Anne Rosengrün. Ich wohne und arbeite in Nürnberg. Ich bin geprüfte Kumkane-Trainerin. Das heißt, ich habe meine Ausbildung bei Frau Dr. Ute Blaschke-Berthold gemacht. Seit mittlerweile 10 Jahren bin ich selbstständig, habe einen Hundeservice, biete Dogwalking an, Tagesbetreuung und Hundepension, habe früher sehr viel Hundetraining gegeben, auch mit Gruppenstunden und Einzeltraining und mittlerweile mache ich nur noch Einzeltraining für Kunden und baue mir jetzt im Endeffekt so das Online-Training aus, also Webinare und biete auch im Hundetrainingsbereich einfach Online-Training an, das sich für mich besser verbinden lässt mit der Hundebetreuung. Seit 2014 biete ich Seminare für Hundesitter an und eine Dogwalker-Ausbildung. Und auch die Dogwalker-Ausbildung wird wahrscheinlich dieses Jahr noch online gehen. Ich habe den Sachkundenachweis für die Hundepension, also den Paragraph 11, wie man umgangssprachlich sagt, und auch für den Hundetrainer, ganz klar. Was biete ich euch? Ich biete ganz viele kostenlose und kostenpflichtige Webinare an. Also für wen das heute das erste Mal ist, kann bei EduDip schauen. Es gibt auch das kostenlose Webinar Mobbing in der Hundegruppe erkennen. Davon gibt es 3 Varianten. Ich glaube, am flüssigsten ist Variante 2 oder 3. Und das könnt ihr euch auch, wenn ihr möchtet, kostenlos anschauen. Und ich habe mich auf Mehrhundehalter, Hundesitter und Dogwalker spezialisiert. Und ein großes Thema bei mir ist auch die Körpersprache von Hunden, da ich als Hundesitter damit sehr viel zu tun habe. Ich biete eine Dogwalker-Ausbildung an und auch Coaching für Hundesitter. Das biete ich online und vor Ort an. Entweder bei mir oder bei dem Hundesitter. Jetzt dieses Jahr war ich einmal in Berlin und habe ein Hundesitter-Coaching gegeben. Das ist sehr gut gelaufen. Also ich hatte sehr gutes Feedback und ich mache das, weil ich es einfach liebe. Ich liebe Hunde und ich liebe mittlerweile auch das Training mit Menschen und die Weiterentwicklung der Menschen durch meine Anleitung. Ich möchte unbedingt die positive Verstärkung in der Hundebetreuung und generell bei Hunden verbreiten. Und ich möchte, dass die Hundebetreuung einfach eine ganze Ecke professioneller wird. Also das ist mir sehr wichtig, dass im Endeffekt so, ja, Hundetrainer sind mehr angesehen schon, dass Menschen nicht sagen, ja, das kann ja jeder, sondern dass sie sagen, boah, das ist schon eine ganze Ecke, was ein Hundebetreuer im Endeffekt leisten muss. Heute der Ablauf, damit es nicht zu chaotisch wird. Ich schalte jetzt erstmal den Chat aus. Ihr könnt noch im Chat schreiben, aber nur ich sehe das. Das ist mir wichtig. Wir machen zweimal Input, dann machen wir Fragerunde für 5 Minuten und ich beantworte alle Fragen, die ich innerhalb von diesen 5 Minuten beantworten kann. Wenn Fragen sind, die ich nicht beantworten kann, davon gehe ich aus, weil die Zeit nicht ausreicht, können die Fragen am Ende gestellt werden. Dann machen wir nochmal zweimal Input, dann können nochmal 5 Minuten Fragen gestellt werden und wir machen einen weiteren Input und dann können alle Fragen gestellt werden, die in den ersten 2 Fragerunden nicht beantwortet werden konnten. Das ist besser, damit im Endeffekt die, die eher gehen möchten oder nicht so viel Zeit haben, im Endeffekt, dass man schneller durchkommt und ihr werdet sehen, das ist kein Problem. Am Ende nehme ich mir dann gerne noch Zeit für jede Frage. Okay, wir fangen mit der Definition von Stress heute an, schauen uns kurz an, wie es im Körper wirkt, schauen uns das Ausdrucksverhalten an, schauen uns Stressoren an, das sind Reize, die Stress auslösen können, und schauen uns eine kleine Auswahl an Maßnahmen zur Stressreduktion an. Stress ist erstmal nichts Schlimmes, es ist ein Anpassungsmechanismus des Körpers, es ist ganz normal und der Hund reagiert schneller, stärker, häufiger und intensiver auf seine Umwelt, wenn er gestresst ist. Stress ist ein überlebenswichtiger Prozess, das heißt, jeder Körper muss in gewissem Maße gestresst sein, damit er überlebt.
Es kann jederzeit eintreten, ein Stresszustand, in jeder Situation, in jedem Alter. Das heißt, ein Welpe, ein Junghund und auch ein Senior können gestresst sein. Und auch in jedem Lebensabschnitt. Natürlich müssen wir sagen, dass Hunde in der Jugendentwicklung sehr häufig stärker gestresst sind als erwachsene Hunde. Das liegt an ihrer Entwicklung. Stress ist ein sehr subjektives Empfinden. Ich denke, das kennt ihr alle. Die eine Person empfindet eine Situation nicht als stressend, während die andere schon wirklich in einem Stresszustand ist. Da wäre das Thema Prüfung zu nennen. Es gibt Menschen, die sind nicht gestresst vor Prüfungen, aber es gibt sehr wohl Menschen, die sind sehr stark gestresst vor Prüfungen. Das heißt, jeder Hund und jeder Mensch nimmt Stress subjektiv wahr. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Begriffe Eustress und Distress kennt. Das sind Begriffe aus der älteren Stressforschung. Diese werden heutzutage nicht mehr verwendet. Man spricht allgemein von einer Stressbelastung heute und unterteilt diese Stressbelastung im Endeffekt in die emotionalen Zustände. Der Hund ist dann eher positiv gestimmt, während er gestresst ist, oder eher negativ gestimmt. Und die Begriffe Eustress und Distress fallen damit weg. Stress ist lebensnotwendig und ganz normal als Anpassungsmechanismus, aber die Stresstoleranz eines Hundes ist abhängig von seiner Genetik, seiner Aufzucht und seiner Erziehung. Die Mutterhündin im Endeffekt ist schon entscheidend für die Stresstoleranz des Hundes. Und dabei spielen auch schon die vorgeburtlichen Erfahrungen und die Gesundheit der Mutterhündin eine Rolle. Und natürlich kommt die Stresstoleranz auch vom gesundheitlichen und mentalen Zustand des Hundes. Je besser dieser ist, umso besser ist die Stresstoleranz der Hunde. Mit dem Begriff Antezedenzien werden viele von euch nichts anfangen können. Mit Antezedenzien ist alles gemeint, was ein Verhalten dazu führt, dass es häufiger oder stärker auftritt, am meisten unerwünschtes Verhalten. Und da zählt der Stress natürlich ganz doll dazu. Antezedenzien kann man so ein bisschen mit Bedingungen, die ein Verhalten wahrscheinlicher auftreten lassen oder unwahrscheinlicher auftreten lassen, übersetzen. Es gibt keine gute deutsche Übersetzung. Ihr könnt es aber merken, dass je gestresster ein Hund ist, umso wahrscheinlicher wird es, dass Problemverhalten oder unerwünschtes Verhalten auftritt. Dauerstress entsteht, wenn sich Stressoren summieren und der Hund keine Möglichkeit hat, Pause zu machen und wirklich zur Ruhe zu kommen. Dauerstress ist nicht gesund, ist extrem ungesund und führt zur Hyperaktivität oder zur Depression. Was der Hund zeigt, also ob er hyperaktiv wird oder auch unruhig oder ob er depressiv wird und sich in sich zurückzieht, ist sehr vom Hund abhängig. Dauerstress muss unbedingt behandelt werden und es muss auch verhindert werden, denn er ist schädlich. Dauerstress tritt ein, wenn Stressoren dauerhaft auftreten, wie das Wort schon sagt, über eine längere Zeitspanne, ohne dass der Hund Erholungsphasen bekommt. Das heißt, verhindert immer, dass euer Hund oder eure Betreuungshunde dauerhaft gestresst sind. Sie brauchen immer Erholungsphasen zwischen stressigen Ereignissen. Ansonsten gefährdet das ihre Gesundheit. Okay, damit wären wir beim ersten Teil durch. Dann schauen wir uns kurz an, was im Körper passiert, wenn der Hund gestresst ist. Es gibt beim Stress im Endeffekt drei Stufen. Bei Stufe 1 reagiert zuerst einmal das autonome Nervensystem. Es wird der Sympathikus aktiviert, das ist ein Teil des Gehirns. Dies führt dazu, dass sich der Körper sofort verändert. Das wird unbewusst gesteuert. Und die ersten zwei Reaktionen des Körpers, die wir beobachten und fühlen können, sind ein schnellerer und stärkerer Herzschlag und eine Muskelanspannung. Das kann der Hund aber nicht willentlich steuern, weil es eine Reaktion des autonomen Nervensystems ist. In Stufe 2 wird das Nebennierenmark,
also das Innere der Nebenniere aktiviert und dieses Nebennierenmark schüttet Adrenalin und Noradrenalin aus. Und diese Hormone wirken dann wieder im Körper und führen zu einem erhöhten Herzschlag und einer beschleunigten Atmung. Die beschleunigte Atmung führt dazu, dass der Hund mehr Sauerstoff aufnehmen kann. Zusätzlich werden Energiereserven freigesetzt. Dadurch wird die andersrum, die Energiereserven werden freigesetzt, weil die Leber angeregt wird. Das heißt, es wird auf Zuckerreserven des Körpers zurückgegriffen. Wenn der Stressauslöser nur sehr kurz vorhanden ist und die Stressreaktion dann wieder schnell abebbt, dann bleibt es bei Stufe 1 und 2 und Stufe 3 tritt nicht ein. Das heißt, wenn nur ein kurzes Geräusch ist, der Hund erschreckt sich, merkt, okay, war nicht schlimm, dann wird außer Adrenalin und Noradrenalin kein weiteres Hormon ausgeschüttet. Bleibt der Stressor aber da, wird in Stufe 3 die Hypophyse, die Hirnanhangdrüse, aktiv und schüttet über den Blutkreislauf das Hormon ACTH aus. Dieses Hormon führt dazu, dass auch wieder die Nebenniere aktiv wird, aber diesmal die Nebennierenrinde. Die Rinde schüttet Cortisol aus und das führt zu einer stärkeren Stressreaktion, das heißt, verstärkt nochmal die Stressreaktion. Die Muskeln werden gestärkt und es wird wieder Fett abgegeben aus den Depots. Weiterhin wird nochmal die Muskelkraft erhöht und auch die mentale Stärke des Hundes wird erhöht. Die ist natürlich abhängig von der gewählten Strategie des Hundes. Zu der gewählten Strategie kommen wir gleich. Der Hund hat rein theoretisch vier Möglichkeiten. Wir werden uns erstmal mit drei Möglichkeiten beschäftigen, wie er im Stress reagieren kann. Er hat die Möglichkeit, Fight zu kämpfen, Flight zu flüchten oder Freeze einzufrieren. Und die vierte Möglichkeit ist Fiddle About. Beim Freeze ist es so, dass der Hund sich sehr langsam bewegt, dass der Hund sich gar nicht mehr bewegt, dass sich einzelne Körperteile nicht mehr bewegen und diese dann unbeweglich sind. Mit dem Freeze werden wir uns noch genauer beschäftigen. Freeze ist im Endeffekt ein Einfrieren und wenn es euch dann interessiert, kann ich euch einen Link geben am Ende des Webinars. Damit haben wir uns intensiv bei dem Webinar Konflikte erkennen, hündische Konflikte erkennen beschäftigt. Beim Fight können wir sehen, dass der Hund bellt. Viele Hunde bellen, wenn sie gestresst sind. Sie können die Zähne fletschen. Das heißt, sie zeigen Aggressionsverhalten. Wir sehen eine Piloerektion, aufgestellte Nackenhaare. Das muss nicht immer mit Fight einhergehen. Das kann auch einfach nur Erregung bedeuten, aber es ist einfach nur ein Warnzeichen. Die Hunde können die Zähne zeigen, das heißt die Lefzen anheben, also auch wieder Aggressionsverhalten aus der Sparte Fight. Beim Flight kann der Hund beispielsweise wegrennen, das heißt, er kann Distanz herstellen, er kann sich verstecken in einem Busch beispielsweise, aber er kann sich auch hinter seinem Menschen verstecken. Daher hier ein kleiner Tipp von mir am Rande. Bitte schickt eure Hunde nie weg, wenn sie Schutz suchen bei euch, sondern gebt eurem Hund Schutz und blockt eventuell die anderen Hunde oder Menschen ab. Und der Hund wird auch bei Flight, bei Flüchten allgemein schreckhafter. Das liegt an dem allgemein erhöhten Erregungsniveau im Stress. Und dann haben wir noch das Fiddle About. Das Fiddle About sieht immer gleich aus. Das ist im Endeffekt häufig verwechselt mit Spiel. Der Hund bewegt sich schnell, zackig, ähnlich wie Spiel, aber viel wenig kurviger, sehr geradlinig. Und der Hund hüpft herum. Es wird auch als Flirt bezeichnet oder als Herumkaspern, die deutsche Übersetzung. Okay, wenn jetzt schon Fragen sind, könntet ihr kurz eure Fragen in den Chat stellen und ich werde sie vorlesen und beantworten. Falls schon jemand Fragen hat,
Ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Rosa fragt, Flirt gleich Übersprungshandlungen? Ich bezeichne also prinzipiell ja, Flirt ist ein Konfliktverhalten. Der Hund im Endeffekt im Stress, häufig befinden sich die Hunde im Konflikt und dadurch entsteht dieses Herumkaspern. Aber es ist natürlich auch in irgendeinem Sinne eine Übersprungshandlung. Ich würde da immer auf den Hund drauf achten. Kira fragt, mitschreiben musst du nicht, du bekommst ein Skript. Stress bei Geräuschen, zum Beispiel Silvester, das ist jetzt keine Frage. Christine fragt, wie wehre ich am besten einen Hund ab, wenn mein Hund sich hinter mir versteckt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst deinen Hund blocken, beziehungsweise du kannst den anderen Hund blocken. Du kannst probieren, dem anderen Hund gute Leckerlis hinzuwerfen. Man kann auch mal probieren, dem anderen Hund zu sagen, Sitz. Viele Hunde können Sitz. Damit klappt es häufig sogar sehr gut. Und du kannst einfach so ein bisschen deine Hände benutzen und deinen Körperschwerpunkt nach vorne verlagern. Katharina fragt, kleinen Moment, meine Hündin jankt immer, wenn sie andere Hunde sieht und hüpft herum. In welche Kategorie kann ich das packen? Ist das überhaupt Stress? Ja, Katharina, ich denke, das ist Stress und ich denke, es ist zu einem Großteil Frustration. Das kann man aber nicht so beantworten, wenn ich deinen Hund nicht kenne. Aber viele Hunde haben bei Hundesichtung ein sehr hohes Erregungsniveau, was natürlich auch stressend ist, verbunden mit Frustration, weil sie an der Leine sind und gelernt haben, dass sie immer zu allen Hunden hin dürfen. Und das führt dann im Endeffekt zu dem Fiepen. Janette fragt, wird es noch erläutert, wie man in verschiedenen Situationen Stress erkennt? Ja, wir sprechen noch über Ausdrucksverhalten. Claudi fragt, wenn mein Hund bekannte Personen verbellt und auf sie zuschießt, soll ich den Hund dann zu der Person lassen? Claudi, ich würde raten, mit deinem Hund zu trainieren und ich würde Management anwenden, dass dein Hund nicht zu den Personen hinschießen kann. Und deinen Hund für gutes Verhalten markieren und belohnen. Alina fragt, wie kann man denn erkennen, ob der Hund spielt oder herumkaspert, spielt oder kaspert oder im Fill-About-Zustand ist. Alina, so das beste Merkmal ist im Endeffekt, dass beim Spielen die Vorderbeine sehr breit auseinandergestellt sind, der Hund beim Spielen sehr kurvig ist und beim Fiddle-Verhalten ist der Hund sehr schnell sehr zackig und die Vorderbeine sind sehr eng aneinandergestellt. Ich stelle euch am Ende des Webinars den Link zum Konflikte-Webinar rein, das lief schon, da könnt ihr euch gerne die Aufzeichnung kaufen, da wird das sehr genau besprochen. Patrick fragt, würdest du hormonellen Stress in eine der Kategorien einordnen, zum Beispiel läufige Hündin in der Nachbarschaft, Stress für Rüden, also die Kategorien, da geht es ja um das Verhalten, hormoneller Stress ist definitiv ein Stressor. Und das Problem ist, dass man da außer einem Chip oder einer Kastration, wenn es wirklich das ist, nicht viel machen kann. Man kann halt dem Hund versuchen, über Naturheilverfahren zu helfen, über Entspannungstechnik, aber ansonsten hat man nicht wirklich viele Möglichkeiten. Gabi fragt, Hund flieht bei einigen Geräuschen und versteckt sich. Wie kann ich ihm helfen? Gabi, das tut mir leid. Das ist zu komplex, um dir das hier einfach so zu beantworten. So, noch eine Frage, dann mache ich weiter. Nicole fragt, mein Hund ist gestresst von Kindern. Sie sieht sie nur und fällt sofort in Stress. Wie reagiere ich darauf? Leckerli nimmt sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Nicole, auch die Frage kann ich dir nicht beantworten, weil dazu muss ich mehr über deinen Hund wissen.
So, okay, kopiert euch bitte eure Fragen. Ich mache erstmal weiter und ihr dürft beim nächsten Mal die Fragen stellen und natürlich dann am Ende des Webinars. So, jetzt beschäftigen wir uns mit dem Ausdrucksverhalten. Wir fangen mit dezenten Stressanzeichen an. Das bedeutet aber nicht, dass der Hund nur wenig gestresst ist, sondern er zeigt es nur wenig. Ein Stressanzeichen ist beispielsweise das Blinzeln. Das Blinzeln ist aber auch gleichzeitig ein Konfliktzeichen. Wenn der Hund im Konflikt ist, dann ist er auch gleichzeitig gestresst. Lecken und oder Knabbern an anderen Hunden wie Menschen wird häufig bei Welpen gezeigt und ist ein Stressanzeichen. Schnauzen lecken, am meisten sehr kurz, also das Züngeln, ist ebenfalls ein Konfliktzeichen und ein Stresszeichen. Zurückweichen, wenn der Hund also Distanz herstellt zum Auslöser, ist Meideverhalten, aber auch ein Stressanzeichen. Das Pfotenheben, das heißt, wenn der Hund steht und meistens heben die Hunde eine Vorderpfote hoch, ist ein Stressanzeichen. Es ist ebenfalls ein Konfliktanzeichen. Also ihr seht schon, dass es ganz viele Überschneidungen gibt und dass das Thema Konflikte sehr wichtig ist beim Thema Stress. Sich kratzen ist ein Übersprungverhalten und natürlich zeigt der Hund das Übersprungverhalten in stressigen Situationen. Okay, dazu habe ich ein ganz kurzes Video für euch. Das ist von meinem Hund. Und zwar wird ein Signal von ihm verlangt und er kann es nicht zeigen, warum auch immer, und er kratzt sich. Das wäre ein typisches Übersprungverhalten. Ging ganz kurz das Video, aber ihr habt gehört, das Signal Change, das ist der Seitenwechsel, wurde genannt und der Hund setzt sich hin und kratzt sich. Viele Golden Retriever zeigen das, aber generell das Kratzen als Übersprungverhalten zeigen sehr viele Hunde in stressigen Situationen. Weitere dezente Stressanzeichen sind sich schütteln. Das sehen wir auch häufig nach einer Stresssituation, wenn der Hund die Situation verlassen konnte. Niesen. Ich weiß nicht, ob ihr da mal drauf geachtet habt. Man sieht und hört es sehr häufig in Spielsituationen, wenn es den Hunden im Endeffekt zu viel wird. Das heißt, wenn die Hunde im Spiel gestresst sind, weil sie wiederum in einen Konflikt kommen. Sich schrecken kann der Hund in einer Stresssituation zeigen. Es kann aber auch bedingt sein durch Bauchschmerzen, aber auch Schmerzen verursachen Stress beim Hund. Gähnen, das heißt, wenn der Hund im Stress ist, kann es sein, dass er gähnt. Auch das Gähnen ist ein Konfliktzeichen und häufig hört man auch Beschwichtigungszeichen. Da sage ich immer, dadurch, dass der Hund es nicht wirklich gut steuern kann, ist es eher ein Konfliktzeichen als ein Beschwichtigungszeichen. Okay, dann kommt wieder ein kurzes Video. Die Videos sind immer nur ganz kurz. Und zwar habe ich zwei Hunde beim Spielen gefilmt und schaut es euch an und hört auf das Niesen. Konntet ihr das Niesen hören? Habt ihr gesehen und gehört, welcher von den beiden Hunden geniest hat? Und genau, es war der Golden Retriever. Und dem Golden Retriever ist das Spielen mit dem Dackel nicht ganz geheuer. Man sieht vorher auch so ein bisschen Konfliktzeichen. Ihr seht, dass sie mit dem Maul vorher so ein bisschen ringt. Und das Niesen da zum Ende des Videos ist ein sehr deutliches Stressanzeichen für den Hund. Und wenn ihr das seht, dann ruft die Hunde ganz kurz auseinander, unterbrecht lieber das Spielen, wenn ihr so etwas seht oder hört. Auffällige Stressanzeichen sind
vorsichtige Annäherung. Das heißt, wenn der Hund einen Auslöser sieht und sich sehr vorsichtig annähert, das ist ebenfalls ein Anzeichen für Unsicherheit bis Angst. Und wenn der Hund unsicher oder ängstlich ist, dann verursacht das auch Stress bei ihm. Der niedrige oder eingezogene Schwanz ist ebenfalls ein Stressanzeichen und auch wieder ein deutliches Zeichen für Angst. Wenn der Hund sich sehr schnell und häufig über die Schnauze leckt, ist das ein Stressanzeichen und ebenfalls ein Konfliktzeichen. Wenn ihr die Muskelgrate im Gesicht des Hundes seht, dann ist der Maulbereich des Hundes angespannt und Anspannung deutet auch sehr häufig auf Stress hin. Dann sehen die Hunde sehr verkrampft aus. Ihr seht die Knochen im Gesicht im Endeffekt. Ihr seht sehr klare Linien. Sehr auffällige Stressanzeichen, also wir haben uns jetzt von dezent zu auffällig und jetzt zu sehr auffällig gesteigert, ist ein aufgekrümmter Körper. Das kann natürlich auch durch Schmerzen bedingt sein, aber Schmerzen sind stressend für die Hunde. Große Pupillen, am meisten, wenn ihr seht, dass die Hunde, das machen sie nicht bewusst, aber wenn die Pupillen ganz plötzlich sehr weit werden, ist das ein sehr auffälliges Stressanzeichen, aber natürlich auch, wenn die Hunde mit riesigen Augen, mit riesigen Pupillen durch die Gegend laufen. Aufgerissene Augen und zurückgelegte Ohren ist für mich sogar nicht nur ein Stressanzeichen, sondern auch ein Warnzeichen, denn dieser Hund befindet sich emotional schon in dem Bereich von Flight, also Flüchten. Der Hund fühlt sich nicht mehr wohl und ich muss dem Hund in irgendeiner Art und Weise helfen. Angespannte Gesichtszüge, also hier auch nochmal die Muskelgrate und wenn nicht nur der Maulbereich angespannt ist, sondern wenn der Hund im Endeffekt im ganzen Gesicht angespannt ist. Wenn der Hund sich sehr steif bewegt, wenn der komplette Körper angespannt ist, dann ist das ein sehr starkes Stressanzeichen. Sieht man sehr häufig in Hundebegegnungen, wenn das euer eigener Hund zeigt. Da hilft super, da habe ich im März noch ein Webinar zum Thema Entspannungstraining, weil wenn der Hund angespannt ist, das was super wirkt, ist Entspannung und man kann im Endeffekt auch Entspannung to go aufbauen. Das heißt, man kann die Entspannung so anwenden, so aufbauen und aufladen, dass man es draußen einfach anwenden kann. Wenn die Augen sehr starr sind, dann ist das ein sehr auffälliges Stressanzeichen. Und wenn der Hund hechelt und speichelt, das kann wiederum kann unterschiedlich aussehen, je nach Hund. Haarausfall und Schuppen, ich denke, das kennt ihr auch, wenn der Hund beim Tierarzt auf einmal Haare verliert ohne Ende und auf einmal schuppt ohne Ende. So, wir machen gleich weiter und der versteifte Körper und abgespreizte Barthaare. Da muss man schon genauer hingucken, aber abgespreizte Barthaare sind super, wenn man seine Beobachtungsgabe schulen möchte und sind sehr interessant. Schweißfüße sieht man natürlich nur, wenn der Boden dementsprechend ist. Auf Fliesen kann man das dann schon sehen, das heißt, man sieht dann die Schweißabdrücke des Hundes, wenn er dort gelaufen ist. Steifer Gang hatten wir in dem Sinne schon mal, aber im Endeffekt, wenn nicht nur der Körper angespannt ist, sondern sich der Hund auch dementsprechend bewegt, dass sogar die ganzen Bewegungen sehr steif wirken. Zittern, wenn der Hund zittert, ist für mich so, wo ich sage, okay, das ist allerhöchste Eisenbahn, dann ist der Hund nicht nur gestresst, dann hat er meistens Angst oder ist wirklich panisch. Und ihr seht, wie klein die Wörter jetzt werden. Es sind sehr viele Stressanzeichen, die man beachten sollte. Und auch der eingezogene Schwanz ist ein sehr deutliches Stressanzeichen, ist aber ebenfalls ein sehr deutliches Angstanzeichen. Neben diesen Stresssymptomen haben wir noch Verhaltenssymptome, die uns schon etwas früher sagen, dass der Hund gestresst ist.
Und das erste Verhaltenssymptom, was wir beobachten können, wenn Stressreaktionen auftreten, ist Desinteresse an Futter und Spielzeug. Am meisten, wenn der Hund normalerweise gerne Futter und gerne Spielzeug nimmt. Das zweite ist, dass der Hund im Endeffekt hyperaktiv wirkt. Der Hund kommt nicht zur Ruhe, ist sehr aktiv, ist ruhelos, erinnert an ein ADHS-Kind. Und das ist, oder es kann ein Verhaltenssymptom sein für Stress, für Hintergrundstress oder auch Dauerstress. Das Gleiche, aber in einer anderen Richtung kann sein, dass der Hund in sich zurückzieht, wenn er Stress hat. Das heißt, er wirkt lethargisch und zeigt sehr viel Meideverhalten. Also beides ist möglich und wir müssen unsere Hunde immer gut beobachten, um zu sehen, was es ist. Jetzt kommen ein paar Bilder. Ich muss nur kurz was trinken. Da seht ihr auf den Bildern deutliches Stresshäkchen aufgenommen auf der Cardtrip in Nürnberg vor einigen Jahren. Ihr seht beim Australian Shepherd auf der linken Seite die Pupillen sehr gut. Ihr seht die Anspannung hier im Maul- und Gesichtsbereich des Australian Shepherds und auch des Rottweilers. Beim Rottweiler natürlich die weit nach hinten gezogenen Lefzen und die großen Augen und hier auch die Stirnfalten. Und das sind alles Stressanzeichen. Das sind super duper deutliche Stressanzeichen. Also die kann man eigentlich gar nicht übersehen. Dann hier, ne, der Hund mit den riesigen Augen ist ganz deutlich gestresst. Bei diesem Cavalier King Schalspanier seht ihr die Augen, die fast schon Schlitze sind, die Ohren, die eher nach hinten gerichtet sind und auch der Hund, der so ein bisschen eine geduckte Körperhaltung eingenommen hat. Auch bei diesem Hund seht ihr die nach hinten gelegten Ohren und auch die Lefzen, die weit nach hinten gezogen sind. Das ist dieses Stressgesicht. Ich denke, das kennt jeder. Die Hunde grinsen nicht, sondern die Hunde sind gestresst. Auf diesem Bild seht ihr bei dem schwarzen Hund hier die weit aufgerissenen Augen, die Anspannung im Maulbereich. Und ganz klar, Hundebegegnungen können sehr stressend sein für die Hunde, denn die sind sehr konfliktträchtig. Da auf diesem Bild seht ihr bei der kleinen braunen Hündin die Stressanzeichen, die weit nach hinten gelegten Ohren und im Endeffekt auch Meideverhalten dem kleinen Dackel gegenüber. Das ist auch Stress. Hier der Pudel, der züngelt. Ne, also immer wenn ihr züngeln seht, natürlich wenn euer Hund beim Rückruf auf euch zukommt und kurz bevor er bei euch ist, züngelt oder beziehungsweise sich über das Maul schlägt, dann kann es sein, dass er nicht beschwichtigt beziehungsweise auch nicht gestresst ist, sondern dass er Futter erwartet. Auch wenn ihr mit Markersignal arbeitet und viel mit Futter arbeitet und ihr gebt das Markersignal und der Hund schlägt sich daraufhin über die Nase, braucht ihr keine Angst haben. Das macht der Hund aufgrund seiner Futtererwartung. Hier deutliches Stresszeichen, die Zunge, die rauskommt und das Drohen des Hundes. Ihr seht die Anspannung im Maulbereich und hier seht ihr sogar die Barthaare, die weit abstehen bei dem braunen Hund. Auf diesem Bild könnt ihr sehr deutlich das Blinzeln erkennen und auch wieder die Anspannung im Maul- und Gesichtsbereich. Und der Hund trägt zusätzlich seine Rute unterhalb der Rückenlinie. Okay, Stressoren. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Thema Stressoren. Stressoren sind Reize, die Stress auslösen. Diese Stressoren sind sehr individuell und sie können sich im Laufe des Hundelebens verändern. Wichtig ist, dass er die Stressoren erkennt. Und wenn ihr einen Hund habt, der viele Stressoren hat in seinem Leben, dann würde ich euch raten, wirklich mal eine Stressorenliste zu erstellen, um einen Überblick zu bekommen, worauf euer Hund, beziehungsweise auf welche Reize euer Hund mit Stress reagiert oder mit Stressreaktionen reagiert.
Stressoren können sein, wenn der Hund nicht gesund ist oder wenn der Hund im Endeffekt ein körperliches Ungleichgewicht hat, also auch Übergewicht. Übergewicht ist ja erstmal keine Krankheit in dem Sinne, aber das Übergewicht führt wiederum zu verschiedenen Krankheiten und das Übergewicht ist einfach ein körperliches Ungleichgewicht, weil der Hund sich nicht mehr so bewegen kann, wie er sich gerne bewegen wollte. Schmerzen sind ein sehr starker Stressor und werden sehr häufig unterschätzt. Viele Hunde haben Schmerzen, leider Gottes muss man das sagen, weil einfach heutzutage die Zucht häufig miserabel ist von vielen Rassen. Und die Hunde im Endeffekt schon mit HD, also Hüftgelenksdysplasie oder anderen Krankheiten auf die Welt kommen. Das heißt, es lohnt sich bei Schmerzen immer, einen Blick drauf zu haben und mit dem Hund zu einem Spezialisten zu gehen. Weiterhin kann Überforderung, aber auch Unterforderung ein Stressor sein für den Hund und das physische und das psychische, das heißt, wir müssen auch da auf ein Gleichgewicht achten, was wir mit dem Hund machen, körperlich wie geistig, dass der Hund nicht überfordert ist, aber dass der Hund auch nicht unterfordert ist. Das heißt, das ist eine Gratwanderung. Auch die Witterung ist stressend für die Hunde. Für manche Hunde ist eher Hitze stressend, meistens die Hunde, die viel Fell haben. Und es gibt viele Hunde, für die ist Kälte oder auch Nässe stressend. Konflikte sind ein starker Stressor. Daher habe ich auch die zwei Webinare zusammengestellt, Konflikte erkennen und Konflikte positiv bewältigen. Das zweite Webinar findet jetzt im März statt. Das erste Webinar, dazu könnt ihr euch die Aufzeichnung kaufen, wenn ihr das möchtet. Und leider Gottes, ich halte gerne mehrere Hunde, aber Mehrhundehaltung ist für unsere Hunde stressend. Das muss man einfach sagen. Auch wenn wir Menschen sehr, sehr gerne den Hunden bei der Interaktion zuschauen, Mehrhundehaltung ist ein Stressor. Okay, dann zeige ich euch ein Video. Es ist nicht nur Stress, sondern im Endeffekt sehen wir auch schon Aggressionsverhalten. Aber das ist stressend, am meisten für den Hund, für den Labrador. Die Stimme mache ich mal aus, weil ich habe das Video verlangsamt. Wer die Videos nicht sehen kann, schaut sich bitte die Aufzeichnung an und ich schicke euch auch ein Dokument mit den YouTube-Links, mit den YouTube-Links raus. Ich zeige euch das jetzt nochmal, weil meine Stimme wurde auch verlangsamt und das verzerrt es ein bisschen. Ihr seht den Entlebucher, der im Endeffekt unangemessen aggressives Verhalten gegenüber dem Labrador zeigt. Und ihr seht der Labrador, der damit mit Stressanzeichen reagiert und mit Konfliktverhalten und mit Meideverhalten. Also das Verhalten des einen Hundes ist für den anderen Hund stressend. Und das ist so bei der Mehrhundehaltung, worauf man sehr stark achten muss, dass die Hunde nicht so viele Konflikte haben miteinander. Gebt ihr mir kurz Feedback? Das Video ging das bei den meisten? Habt ihr das gesehen? Okay, super. Also wie gesagt, wer die Videos jetzt nicht gesehen hat, liegt an eurer Leitung. Und wie gesagt, ihr kriegt dann noch die Links. Ja, aber die meisten haben es gesehen, dann machen wir weiter. Und wir haben noch einiges an Stressoren, leider sehr viel. Alles, was neu und fremd ist, ist generell stressend für die Hunde. Das bedeutet, eine neue Umgebung wie ein Umzug in eine neue Wohnung oder in ein neues Haus und ein Spaziergehgebiet, ein neues, ist erstmal stressend für den Hund. Wie sehr stressend das ist, hängt natürlich sehr stark vom Hund drauf an. Fremde Menschen und fremde Hunde können ein Stressor sein, denn auch das ist fremd. Viele Hunderassen wurden darauf gezüchtet,
im Endeffekt bei fremden Menschen im Endeffekt mit Neugierverhalten zu reagieren, aber es gibt viele Hunderassen, die sind generell etwas zurückhaltend bei fremden Menschen und daran muss man dann im Endeffekt arbeiten. Auch eine neue Trainingstechnik kann stressend sein für den Hund und auch neue Belohnungen, die man einführen möchte. Das heißt, man sollte da immer darauf achten, dass man eine neue Trainingstechnik, neue Belohnung, neue Spielzeuge dem Hund immer in einer Umgebung präsentiert, die für ihn generell nicht stressend ist. Weitere Stressoren. Wenn der Mensch für den Hund nicht gut einschätzbar ist, wenn beispielsweise negative Einwirkungen nicht angekündigt werden, wenn der Hund einfach so am Halsband oder Geschirr immer wieder genommen wird und irgendwo hingeführt wird, ohne dass dem Hund gesagt wird, was mit ihm getan wird. Wenn solche Dinge wie er kommt an die Leine nicht angekündigt werden, bei kleinen Hunden das Hochnehmen beispielsweise, das kann stressend sein für die Hunde, denn sie können den Menschen nicht gut einschätzen. Auch sogenannte Rangreduktionsprogramme sind sehr stressend für den Hund, weil der Mensch sich auf einmal so verhält, dass der Hund ihn nicht mehr gut einschätzen kann. Also ich bin dafür, immer alles anzukündigen, was man mit dem Hund macht. Man gewöhnt sich dran und für die Hunde wird man deutlich einschätzbarer. Aber beispielsweise auch nach dem Markersignal ein Fertigsignal gehört zu einer guten Kommunikation dazu und führt dazu, dass der Mensch für den Hund besser einschätzbar wird. Ein Fertigsignal gibt dem Hund die Information, er hat jetzt keine Belohnung mehr zu erwarten, er kann Freizeit haben. Okay, dann die Liste an weiteren Stressoren. Also Dinge, die viele Hunde stressen. Da wäre als erstes zu nennen das Autofahren. Als zweiter Punkt ganz wichtig das Alleinebleiben. Hundekontakte generell. Begegnung mit Kindern und generell mit Menschen. Besuch ist für viele Hunde stressend. Wenn Spannungen in der Familie auftreten, dann merkt das auch der Hund. Frustration bei Hundebegegnungen oder wenn der Hund Jagdverhalten zeigt, aber an der Schleppleine laufen muss, führt zu Stress. Generell auch Bewegungseinschränkung allgemein. Wenn der Hund beispielsweise wegen einer Operation längere Zeit in einer Box gehalten werden muss, damit er sich nicht bewegt, damit alles gut abheilt, das führt zu Stress. Das muss man einfach wissen. Geräusche und Gewitter, davor haben viele Hunde Angst und Angst ist ein sehr starker Stressor. Und natürlich Ängste generell, also nicht nur vor Geräuschen, sondern auch vor Menschen, Hunden und generell vor der Umwelt. Dann nochmal der Mehrhundehaushalt, also der sehr, sehr konfliktträchtig ist und natürlich auch eine falsche Ernährung können dazu führen, dass der Hund gestresst ist. Dann zeige ich euch ein Video von einer Hundebegegnung. Da trifft ein junger Border Collie auf eine Hündin, die in Hundebegegnungen sehr stark gestresst ist und die dann auch mit Aggressionsverhalten reagiert. Ich habe euch das Video wieder etwas langsamer gemacht, dann könnt ihr besser erkennen, was die Hunde für Signale zeigen. Der Border Collie war bei mir in Pension, die Appenzeller Hündin hat keine Probleme, es war heiß und die kleine Hündin hat Probleme mit fremden Hunden. Sie hat gezüngelt, jetzt stehe ich leider falsch. Man sieht es dann so ein bisschen, sie droht. Das heißt, sie hebt die Lefzen an und dann stellt sie Distanz her. Ich stand leider ein bisschen blöd. Das heißt, man kann es nicht so gut erkennen. Und dafür, dass der Border Collie Distanz herstellt, das belohne ich. So, ich zeige es euch nochmal. Ne, also das Hecheln kommt, das ist die Witterung ein Stressor, weil es einfach im Sommer war.
Und da seht ihr, geht er jetzt zu der schwarzen Hündin hin. Da seht ihr, die Hündin ist angespannt, zeigt Konfliktzeichen und dann in dem Moment auch Aggressionsverhalten. Und sie ist sehr steif in ihren Bewegungen, in ihrem ganzen Körper und ist im Endeffekt dann erleichtert, als beide Hunde Meideverhalten zeigen und die Distanz wieder vergrößern. Also achtet bei Hundebegegnung auf das Ausdrucksverhalten eurer Hunde. Das bedeutet nicht, dass es sofort zu Aggressionsverhalten kommen muss, aber je besser ihr eure Hunde lesen könnt, umso besser könnt ihr sie unterstützen. Okay, jetzt wäre nochmal Zeit für Fragen. Je mehr ihr reintritt, umso schlechter kann ich sie beantworten, weil es ganz schnell nach unten geht. Also jetzt braucht ihr erstmal keine Fragen mehr reinstellen. Ich gehe jetzt mal von oben durch. Marie fragt, unsere Hunde niesen oft im Spiel, wenn sie raufen, spielen jedoch danach weiter, auch wenn wir sie kurz ansprechen und trennen. Ist das Niesen hier als Stressfaktor zu sehen? Marie, da würde mir ein Video sehr helfen. Prinzipiell kann es sein, ja. Wenn ihr sie aber trennt und sie danach weiterspielen, scheint es für eure Hunde okay zu sein. Theresa fragt, ich sehe häufig Hunde beim Obedience niesen. Bei der Fußarbeit ist es immer Stress. Ich kenne mich leider im Obedience nicht aus. Es kann rein theoretisch ja auch sein, dass wie beim Menschen der Hund Staub in die Nase bekommt, wenn er niest. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass die Hunde, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, beim Obedience ja in der Fußarbeit den Nacken sehr strecken müssen und das kann wehtun. Das heißt, ja, es kann Stress sein. Katharina fragt, du sagtest, Mehrhundehaltung ist stressend. Wie geht das dann mit einem Rudel? Ist das dann da auch Stress? Also ein Rudel ist ja eine Familie, das heißt Mutter, Vater, Kind etc. pp. Und es ist stressend für die Hunde, weil eine Mehrhundehaltung ist ja kein Rudel, meistens zumindest. Und wir würfeln die Hunde bunt zusammen und die Hunde müssen dann miteinander auskommen. Wir können aber in der Mehrhundehaltung den Stress so weit reduzieren, dass die Hunde gut damit klarkommen. Eine Mehrhundehaltung birgt aber sehr viele Konflikte, die ein einzelner Hund in einer Einzelhaltung nicht hat. Das fängt ja schon damit an, dass ein Hund in einer Mehrhundehaltung sehr viele Ressourcen teilen muss, angefangen beim Menschen. Kim fragt, wenn mein Hund gestresst ist, fängt er an, Löcher zu buddeln. Soll ich das unterbinden oder ihn buddeln lassen? Kim, kannst du deinen Hund beim Buddeln unterbrechen, indem du ihn ansprichst? Wenn du ihn unterbrechen kannst, ja. Unterbinden, nein. Aber du solltest an dem Verhalten trainieren. Aber ich bin nicht dafür, es zu unterbinden, sondern du musst deinem Hund eine positiv aufgebaute Alternative beibringen. Nadine fragt, wie ist es bei Rassen, die die Rute eigentlich in der Entspannung nach unten tragen? Hütehunde, Windhunde. Nadine, da muss man sich die ganze Situation anschauen. Nur weil der Hund die Rute nach unten trägt, heißt es nicht, dass er sofort gestresst ist, sondern es kommt ja auf den kompletten Körper an. Was zeigt der Hund dann für weitere Signale? Julia fragt, wann der Hund denn mal keinen Stress hat. Also meine Hunde haben häufig keinen Stress. Momentan schlafen sie tief und fest, sie sind nicht gestresst. Du kannst sehr viel Management machen und du kannst sehr viel trainieren, aber man sollte einfach darauf achten. Und nicht alles, was ich hier aufgezählt habe, ist für jeden Hund stressig. Das sind einfach nur Stressoren, die auftreten können. Eva fragt, ist eine aufgeplusterte Rute auch ein Zeichen von Stress? Ich weiß nicht, ob du jetzt damit die Piloerektion meinst, also das Aufstellen der Rückenhaare. Das ist erstmal ein Anzeichen für Erregung und Stress und Erregung gehen sehr häufig einher. Julia fragt, wenn der Hund zu viel und oft Stress hat, kann er dann Probleme mit den Nieren bekommen?
Das weiß ich nicht, Julia. Ich denke eher andersrum, dass er Probleme mit den Nieren hat und das stresst ihn. So, dann noch die Frage von der Christine und dann machen wir erstmal weiter. Mein Hund rennt zu anderen Hunden hin, zeigt ein sehr infantiles und unterwürfiges Verhalten und wirkt eher ängstlich. Warum rennt sie hin, wenn sie eigentlich ängstlich und gestresst ist? Christine, ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber dein Hund ist in einem Konflikt. Dein Hund möchte gerne hin, aber hat dann in der Situation, wenn sie da ist, Angst. Und du musst deinem Hund helfen, mit dem Konflikt besser umzugehen. Okay, das heißt, wir machen jetzt erstmal weiter. Und dann könnt ihr zum Ende hin nochmal alle Fragen stellen, die ihr stellen möchtet. Jetzt das letzte Thema ist Maßnahmen zur Stressreduktion. Was können wir machen, wenn wir sehen, unser Hund ist gestresst? Wir betreiben Management. Das heißt, wenn unser Hund auf bestimmte Reize mit Aggressions- oder Angstverhalten reagiert oder auch Jagdverhalten zeigt, dann gehen wir diesen Auslösern aus dem Weg. Das bedeutet, dass wir die Strecken und die Zeiten so wählen, dass wir möglichst wenig treffen. Wir können immer die gleiche Strecke laufen, wenn das unserem Hund gut tut. Und wir müssen nicht zu den Hauptverkehrszeiten laufen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit der Homöopathie und Nahrungsergänzungen, um dem Hund einfach zu helfen, mit stressigen Situationen besser umzugehen. Wir können durch unser Training den Stress reduzieren. Da ich ja Kumkane-Trainerin bin, ist das Erste, was ich sage, Trainingswerkzeuge nach Kumkane aufbauen und sehr viel über positive Verstärkung arbeiten und auf alle Droh- und Abbruchsignale verzichten, bringt schon sehr viel. Wir können durch gezieltes Training die Stressresistenz des Hundes erhöhen. An Angstauslösern und Aggressionsauslösern können wir als eine Maßnahme Gegenkonditionierung machen. Und ein ganz wichtiges Thema, um Stress zu reduzieren, ist Entspannungstraining für den Hund. Weiterhin können wir dafür sorgen, dass der Hund genügend Ruhephasen hat. Das heißt, dass der Hund im Endeffekt für das, was er benötigt, genug schlafen kann. Denn das Schlafbedürfnis der Hunde ist ja sehr unterschiedlich. Und das Erste ist, wir stellen genügend Hundeplätze zur Verfügung, die der Hund, wie er möchte, aufsuchen kann. Und wir geben dem Hund auch wirklich genügend Zeit zu entspannen und zu schlafen. Wir haben dann keine Rockmusik an. Wenn ihr da Musik hören möchtet, dann bitte eher klassische Musik, ruhige Musik. Und habt ihr einen Mehrhundehaushalt, würde ich euch empfehlen, wenn ihr merkt, eure Hunde sind zwischendurch gestresst, diesen Mehrhundehaushalt zu optimieren, indem ihr beispielsweise schaut, wie könnt ihr eurem Hund Qualitätszeit bieten also einzelnen Hunden, dass ihr immer wieder was mit einzelnen Hunden macht? Ich bin ein totaler Fan von Kindergittern und gebe meinen Hunden beispielsweise auch Leckerlibälle und Leckerlispielzeuge in getrennten Räumen und auch die ganzen Auspackspiele. Ich gebe es den Hunden in getrennten Räumen und trenne die Hunde durch Kindergitter. Das kann für einen Hund, der immer mal wieder mit dem Artgenossen in der Wohnung in Konflikt gerät, schon ausreichen, um Stress zu reduzieren. Okay, dann, das ist nicht mehr ganz aktuell. Das Webinar Hündische Konflikte war schon. Dazu könnt ihr euch die Aufzeichnung kaufen. Das Webinar zum Thema Existenzgründung als Hundesitter war ebenfalls schon gestern. Auch dazu steht die Aufzeichnung als kaufbereit. Und das Webinar zum Thema Stressreduktion findet am 10.3. statt. Da könnt ihr euch also noch anmelden. Das würde mich freuen, wenn ich jetzt den einen oder anderen auf den Geschmack gebracht habe. Ich stelle euch kurz den Link rein in den Chat.
Und lasst mich kurz gucken. Das Webinar Hündische Konflikte Teil 2 findet am 24.03. statt. Da geht es darum, wie man Konflikte, also wenn ein Hund Konflikte hat, wie man diese positiv lösen kann. Ich habe auch letztes Jahr in Kooperation mit Dog Eye Box eine ganz tolle Seite mit ganz vielen Webinaren zum Thema positives Hundetraining, ein Vierteiler gemacht zum Thema Mehrhundehaltung, falls euch das interessiert. Auch da würde ich euch schnell die Links reinsetzen. Kleinen Moment. Dann könnt ihr euch die gleich rauskopieren, wenn euch das interessiert. Und zwar ist es der erste Teil, da geht es darum, ist mein Hund überhaupt geeignet für einen zweiten Hund oder nicht? Im Teil 2 beschäftigen wir uns mit der Integration eines neuen Hundes. Also, wie kann ich die Integration so gestalten, dass es gut funktioniert? Und da geht es auch noch mal viel um Körpersprache. In Teil 3 beschäftigen wir uns dann mit dem Spaziergang mit mehreren Hunden. Und Teil 4, da geht es sehr viel um Indoor-Training. Und da habe ich einige Ideen vorgestellt, wie man im Endeffekt Beschäftigung mit mehreren Hunden gestalten kann. Das sind Aufzeichnungen, die ihr euch kaufen könnt. Die Dogwalker-Ausbildung werde ich wahrscheinlich ein bisschen umändern. Das heißt, da gibt es dann später noch mehr Infos. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und jetzt könnt ihr noch die Fragen stellen. Ich werde jetzt noch alles beantworten. Wer jetzt gehen möchte oder muss, kann das gerne machen. Ich gehe jetzt jede Frage einzeln durch und werde alles, was ich kann, beantworten. Okay, Marie schreibt, wie meinst du das mit Abbruchsignale reduzieren? Unsere Hunde jagen häufig, wodurch Abbruchsignale sehr häufig vorkommen. Wie würdest du reagieren? Marie, man kann sehr viel über positive Verstärkung aufbauen und ich breche generell, also Abbruchsignale sind, damit meine ich negativ aufgebaute Abbruchsignale, damit wir uns richtig verstehen. Und du kannst sehr viel, auch im Anti-Jagd-Training, egal wie du es nennst, kannst du sehr viel über positive Verstärkung und über Belohnung aufbauen. Simone fragt, wie kann ich denn meinem Hund beibringen, nicht immer so distanzlos in Hundebegegnung zu gehen? Indem du im Endeffekt jede Distanzvergrößerung verstärkst und zusätzlich musst du deinem Hund über Management helfen. Wie soll er sich verhalten? Ne? Also auch Hunde, die in Hundebegegnung distanzlos sind, häufig haben die ja irgendeinen Konflikt. Und man muss den Hunden helfen, diesen Konflikt zu lösen. Kerstin hat gleich drei Fragen. Wenn ein Hund eine genetische Veranlagung zum Bellen hat, wie der Puli, wie erkenne ich den Unterschied zum Schress? Schau dir die komplette Situation an, schau dir an, wie hoch, also bellt der Hund hoch oder tief, schau dir an, wohin der Hund bellt, also bellt der Hund nur in die Luft oder bellt der Hund jemanden bestimmten an. Und das Bellen muss man natürlich auch unterscheiden mit aufmerksamkeitsheischendem Verhalten. Zweite Frage zum Thema Mehrhundehaushalt. Gehen eine Kombination der gleichen Rasse, also Puli und Puli, wäre das weniger Stress aufgrund all der Aufzählung? Es gibt viele Mehrhundehaushalte, da sind die Hunde gar nicht gestresst, weil sie super gut miteinander zurechtkommen. Es gibt aber durchaus Mehrhundehaushalte, da sind die Hunde sehr stark gestresst und man muss sehr viel managen. Es kommt nicht darauf an, was du dir für eine Rasse anschaffst. Ich würde da immer
Also wenn du dir überlegst, dir einen zweiten Hund anzuschaffen, kannst du dir gerne bei DogEyeBox das erste Webinar anschauen. Prinzipiell, ich würde immer darauf achten, dass dein Hund den anderen Hund sympathisch findet. Und ich würde nicht nach der Rasse gehen. Na, das finde ich wichtig. Okay, jetzt lasst mich schauen. Da steht kein Vorname. Hast du Zittern schon als reine Erregung erlebt? Haben es teilweise mit Gesang auf der Autofahrt zur Physiotherapie. Nur diese Schrecke nur hinwegt. Gibt dort lecker Essen, aber tut auch weh. Erregungsniveau ist extrem. Konditionierte Entspannung hilft nicht. Nix, Ambivalenz vielleicht. Ja, also Zittern kann auch mit sehr, sehr hoher Erregung zu tun haben. Und auch Gesang spricht hier für ein sehr starkes Erregungsniveau. Ich würde den Hund mal filmen bei der Physiotherapie und eventuell das nochmal kleinschrittiger aufbauen. Eventuell schauen, dass man da bei der Physiotherapeutin schaut, was stresst den Hund denn wirklich und wie kann man dem Hund in der Situation helfen. Am meisten, wenn es nicht generell das Autofahren ist, sondern nur diese eine Schrecke. Julia fragt, wie erkenne ich den Unterschied zwischen Stress, Angst und Aggression? Also es ist ja so, dass Angst- und Aggressionsverhalten meistens eine emotionale Grundlage haben und diese emotionale Grundlage und das Verhalten werden begleitet mit einer Stressreaktion. Also man kann das natürlich trennen, denn ein Hund, der gestresst ist, muss nicht unbedingt Angst- oder Aggressionsverhalten zeigen, aber eine Angst- und eine Aggressionsreaktion ist immer generell verbunden mit einem hohen Erregungsniveau und mit einer Stresssituation. Christine fragt, wie kann ich meinem Hund helfen, wenn er in dem Konflikt ist zwischen zu Hunden hinwollen und Angst haben beim Hund? Ich würde dir da wirklich das Webinar Hündische Konflikte erkennen empfehlen, dir die Aufzeichnung anzuschauen und dann, wenn dir das gefällt, den zweiten Teil zu buchen, weil der erste Punkt ist überhaupt, das mal zu erkennen. Wie sieht das aus? Und was bedeutet das überhaupt, wenn der Hund in einem Konflikt ist? Und dann im März, da schauen wir uns nämlich zum Beispiel sowas an. Wie kann ich mit dem Hund das trainieren, dass ich ihm im Endeffekt in diesen Konflikten helfe? Also da wäre das Webinar Konflikte Teil 2, Konflikte positiv lösen oder bewältigen etwas, um deinem Hund zu helfen. Ute fragt, Alyssa, also ich gehe davon aus, dass es der Hund ist, bellt in der Wohnung, wenn ich unten im Geschäft bin, Dieter an. Ich gehe davon aus, dass es dein Mann ist oder dein Freund. Wenn ich ihr dann das Thundershirt anziehe, geht sie gerne ins Wohnzimmer und schläft dann. Aber irgendwie hat sie doch Stress, oder? Das kann ich dir nicht wirklich sagen. Hast du mal probiert, ihr das Thundershirt anzuziehen, bevor du die Wohnung verlässt? Also das Thundershirt ist super als Stressreduktion, ohne dass man wirklich viel machen muss. Also da ist es halt immer wichtig, wenn ihr so spezielle Fragen habt, eigentlich bräuchte ich ein Video davon. Janette fragt, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, dann ist mein Hund sehr aufgeregt, zappelt hin und her, legt sich immer wieder hin und kommt einfach nicht zur Ruhe. Wie kann ich ihm helfen, dass er da nicht so gestresst ist, wenn ich nach Hause komme? Janette ist die Frage, bleibt er gut alleine? Und das Erste, so klein, was ihr sagen könnte, bau ein Ritual auf, überleg dir, was hättest du gern an Verhalten und dann baust du dir dieses Verhalten auf. Laura fragt, meine Hündin ist ein Zwitter. Kannst du beantworten, inwiefern der Cortisol vielleicht eine Rolle spielen könnte? Oder gibt es Tipps, welche Untersuchung für das stressbedingte Verhalten ich durchführen lassen könnte? Nein, Laura, dazu habe ich keine Antwort für dich leider.
Habe ich auch noch nie in meiner Laufbahn gehabt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da einfach die Hormone im Endeffekt nicht im Gleichgewicht sind. Und ich glaube, ich würde in die Richtung untersuchen lassen. Corinna fragt, wenn unser Hund draußen auf dem Spaziergang ist und Stress hat, buddelt er und frisst Erde. Ist dies auch als Übersprungshandlung zu sehen und wie kann man dies umlenken? Ja, das ist ein Übersprungsverhalten am meisten, wenn es auftritt, wenn der Hund gestresst ist. Wie man das umlenken kann, ist leider etwas zu schwierig zu beantworten innerhalb von einer Minute. Es ist ein längeres Training einfach notwendig. Wichtig ist, dass man das im Endeffekt wirklich umlenkt, weil sonst wird es oder es kann zu einem abnormal repetitiven Verhalten werden, das heißt zu einer Zwangsstörung, wenn der Hund lernt, ah, das tut mir gut und es immer wieder in unterschiedlichen Situationen schreibt. Entschuldigung, wenn es immer wieder in unterschiedlichen Situationen zeigt. Kerstin fragt, aufgrund all der Aufzählungen habe ich das Gefühl, die Hunde stehen unter Dauerstressbelastung. Also wenn du in einer Großstadt wohnst und der Hund ist null stresstolerant, dann ja, es kommt doch sehr drauf an, was für deinen Hund ein Stressor ist. Also, na, die Aufzählung ist ja für Hunde allgemein und nicht für einen einzelnen Hund. Ein einzelner Hund, wenn er halt zum Beispiel von den 10 aufgezählten Punkten, wenn ihn nur eine Sache stresst, wenn er nur einen Auslöser hat, der ihn stresst, dann ist er ja nicht im Endeffekt dauerbelastet. Aber die Umwelt für die Hunde ist deutlich stressiger geworden als früher. Daniela schreibt, mein Hund jammert häufig in Wartesituationen, er möchte weiter. Soll ich es ignorieren oder unterbinden? Wenn reagieren, wie? Vielen lieben Dank, war ein tolles Webinar. Ich würde es weder ignorieren noch unterbinden, sondern ich würde dem Hund ein deutlicheres Wartesignal geben und das Warten nochmal besser aufbauen. Jennifer fragt, meine Mini 19 cm Schulterhöhe, 1,5 Kilo Hündin hat in der Gruppe mit anderen überwiegend Großen immer ängstlich, ist mit anderen immer ängstlich. Sie weicht jedem aus und meidet Kontakt. Wie kann ich ihr in der Situation helfen, entspannter zu sein? Also ich mache es bei diesen ganz kleinen Mini-Hunden so, dass ich die Hunde sehr viel trage. Ich habe beispielsweise in der Hundepension einen Hund von 2 Kilo. Die hat ihr portables Zuhause in Form eines Rucksacks dabei. Und das hat ihr sehr viel Stress genommen und hilft ihr, in den Hundegruppen besser klarzukommen, weil sie weiß, wenn sie Angst hat, wenn sie gestresst wird, wenn es ihr einfach zu viel wird und sie kommt, dann kann ich den Rucksack runterstellen und dann kann sie in den Rucksack einsteigen. Jenny schreibt, ein Hund friert gerade bei Nässe und im Dunkeln ein. Bleibe ich dann mitstehen und warte, bis er sich in der Situation wohler fühlt und alleine weitergeht, oder ziehe ich ihn ein Stück weiter, um aus der Situation zu kommen? Also, prinzipiell wäre es gut zu wissen, warum dein Hund einfriert und du bleibst bitte stehen, du ziehst deinen Hund nur im Notfall weiter und bitte nur angekündigt. Was man dann wirklich macht, das besprechen wir beim Konflikte-Webinar Teil 2, weil das ist eine bestimmte Übung, die ein bisschen mehr Klärungsbedarf hat. Kira fragt, wie kann ich sehen, ob alleine bleiben den Hund gestresst hat, indem du das auf Video aufzeichnest? Also ganz einfach. Oder wenn es nur um Lautäußerung geht, eine Tonspur laufen lässt, aber eine Videoaufzeichnung wäre am perfektesten. Susanne schreibt, auf meinen Golden Retriever passen etwa 90% der von dir aufgeführten Stressoren. Ach so,
Ihr wurdet zu einer Behandlung über Medikamente geraten mit passendem Training. Was hältst du davon? Susanne, ich kenne deinen Hund nicht, dafür muss ich deinen Hund kennenlernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde bei einem Golden Retriever immer erstmal auf der gesundheitlichen Ebene gucken, Schilddrüse, Schmerzen bei einem Goldie. Und wenn da nichts ist, dann eventuell. Und Training, ja klar, also dass der Hund entspannt wird, auch Entspannungswebinar eventuell, schauen, wo hat der Hund Konflikte und erst wenn das alles abgeklärt wird, dann kann man über Medikamente sprechen. Anke schreibt, guten Abend, mein Hund hat in der Huta Shrestha dort den Controlletti spielt und zu allen Zäunen und Türen rennt, dort bellt und anderen, die schneller sind als er, in den Nacken springt. Er bellt viel und rennt kontrollierend überall hin, wo Bewegung und Aufregung herrscht. Okay, da ist jetzt noch keine Frage, aber ich würde die Huta wechseln. Definitiv. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Tessa fragt, denkst du, dass Hunde lernen sollen, gewisse Stresssituationen auszuhalten, oder würdest du eher dazu raten, Stresssituationen zu meiden und zu umgehen? Tessa, ich bin für ein Mischmasch. Also ich arbeite daran, dass die Hunde Stresssituationen aushalten, aber ich konfrontiere die Hunde nicht mit der Situation, wie es in manchen Trainingstechniken gemacht wird. Das heißt, ich führe die Hunde Step by Step langsam ran. Okay. Habe ich jemanden vergessen? Es freut mich, dass es euch allen gefallen hat. Eva fragt noch, wie äußert sich Stress beim Alleinebleiben, außer durch Bellen und Jaulen, Unruhe, hin und herlaufen, zerstören, viel am Fenster stehen, an der Tür stehen, nicht schlafen, sowas in die Richtung. Okay, jetzt muss ich schauen. Wenn ich jemanden vergessen habe, dann tut es mir leid. Karin und Bernd fragen, im Großen und Ganzen haben wir eine entspannte Hundegruppe mit fünf großen und einem kleinen Hund. Unser Aussie und dessen Tochter Mischling haben bei Hundebegegnung jedoch große Probleme mit Bellen und starken Ziehen an der Leine. Der Rest der Gruppe wird somit auch angestachelt. Wie können wir vorgehen? Das ist leider auch eine Frage. Da muss man sich die Hundegruppe angucken, da muss man sich euch angucken. Das wäre ein Thema für im Endeffekt ein wirkliches Coaching. Anke, warum die Huta wechseln? Weil er, also kontrollieren ist ja meine Frage. Wenn er sich sicher fühlen würde, hätte er keinen Grund zu kontrollieren. Oder die Huta müsste daran trainieren, aber das ist ein Verhalten, auch wenn er in den Nacken springt der anderen Hunde, daran muss definitiv trainiert werden. Lorena, das freut mich, dass du das Webinar gebucht hast. Marie schreibt noch, einer unserer Hunde meckert, wenn ihm etwas nicht passt. Beispielsweise diskutiert er oft, wenn er auf seinen Platz soll. Meckern und diskutieren sind sehr, sehr interpretativ geschrieben. Die Frage ist, was macht dein Hund wirklich? Und warum soll dein Hund auf dem Platz? Und wie wurde das aufgebaut? Also da sind ganz viele Stressoren, ganz viele verschiedene Aspekte dabei, ne, die man einfach beachten sollte. So, Kerstin schreibt noch, hatte der Hund Stress beim Spaziergang, schläft aber zu Hause die ausreichende Menge, ist der Stress dann am nächsten Tag abgebaut? Also die Stresshormone sollten abgebaut sein, aber du solltest darauf achten, dass du halt den nächsten Tag einfach ein bisschen weniger machst und ruhiger spazieren gehst. Angefragt, wie kann ich diesen Stress verhindern? Also du musst mit deinem Hund im Endeffekt trainieren. Na, das ist ganz wichtig. Das kann ich jetzt nicht so auf ein, bei einem, mit einem Satz beantworten.
Eine Frage habe ich noch, schreibt Janet. Wenn wir eine Runde spazieren wollen, freut er sich und krabbelt fast selbst in sein Geschirr. Aber wenn wir wieder zu Hause sind und ich ihm das wieder ausziehe, schüttet er sich jedes Mal. Ist das Stress? Das muss nicht unbedingt Stress sein, das kann einfach am Körpergefühl des Hundes li liegen. Okay, jetzt muss ich gucken, weil Marie hat mich gefragt, ob das. Ja, Marie, das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, was ihr da, also was ihr aufgebaut habt. Es kommt sehr darauf an, wie ihr diese Signale aufgebaut habt. Na? Genau, also ich bin auch der Meinung, dass derjenige, der die Huta leitet, das Verhalten managen muss. Und das bedeutet, dass dein Hund eine Schleppleine umbekommt, eventuell sogar einen Maulkorb und dass man ihn das Verhalten auch erstmal nicht ausführen lassen darf. Denn das ist im Endeffekt erstmal Management und daran, dann muss daran trainiert werden. Tessa fragt, wenn dein Hund keine Artgenossen mag, würdest du Artgenossen meiden? Mögen ist auch wieder sehr, sehr schwierig. Was zeigt er denn für Verhalten? Und die Frage ist, passt das Meiden zu deiner Lebenssituation? Na? Okay, Annette schreibt noch, unser Hund ist laufend daran, uns die Hände abzulecken. Was bedeutet das? Egal, wo er ist und was er macht. Was könnte dieses bedeuten? Annette, ich kenne deinen Hund nicht. Also, wenn er das ständig macht, wäre zu gucken, ist der Hund gesundheitlich krank? Ja, genau. Also, hat der Hund irgendwas Gesundheitliches oder stresst ihn irgendwas? Na, es kann auch sein, dass er euch sehr gerne hat und dass das ein Pflegeverhalten ist. Tessa, wenn der Hund aggressiv ist, ist halt die Frage, kannst du damit leben, andere Hunde zu meiden oder möchtest du das trainieren? Danke, Petra, das freut mich, dass es dir gefallen hat. Wer zu spät eingestiegen ist, einfach die Aufzeichnung gucken. Jenny, du könntest mit ihm das Geschirr anziehen üben. Das ist einfach. Kerstin, es freut mich. Ja, meine Hunde haben auch alle geschlafen. Tief und fest liegen mir auf dem Bett. Die schnarchen da auch und sind ganz gechillt. Und darum finde ich das auch eine super Art, um sich weiterzubilden, auch für mich, weil der eigene Hund, man muss nicht wegfahren und der eigene Hund kann dabei sein und finde ich einfach super. Okay, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, dann würde ich das Webinar so langsam beenden. Super, danke Susanne. Ich schicke euch einen Link zur Aufzeichnung und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mir einfach bei Facebook eine Nachricht, schreibt mir einfach eine E-Mail-Adresse. Also ihr könnt entweder diese E-Mail-Adresse nutzen, ich habe mehrere E-Mail-Adressen, aber das ist egal. Entweder schreibt ihr hierhin oder ihr schreibt an die E-Mail-Adresse, das ist wurscht. Das geht beides, ist beides das Gleiche. Wichtig ist, es gibt keine Teilnahmebestätigung für kostenlose Webinare, für kostenpflichtige Webinare gibt es natürlich Teilnahmebestätigungen. Ganz klar. Ne? Alexandra, kein Problem, einfach die Aufzeichnung angucken. Super, dass es Spaß gemacht hat. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut und achtet auf Stressoren eurer Hunde.